Manchmal ging mir das alles zu schnell. Vor wenigen Wochen noch London. Ja, kleine Flucht nach vorn wegen einer Frau. Moni. Jetzt wieder Hamburg, wohin ich eigentlich nie wieder zurückkehren wollte. Die Frauen und ich. Eine unendliche Geschichte. Mit gelegentlichen Durststrecken. Aber dann gleich der erste Fall ein voller Erfolg. Hätte ich die Wetten der Kollegen angenommen, wäre ich jetzt ein reicher Mann. An dem Ding hatten sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen. Keiner hätte uns geglaubt, dass wir diese vertrackte Geschichte in so kurzer Zeit aufklären würden. Aber die hatten Maike nicht auf ihrer Rechnung. Maike Petersen, hervorragende Ermittlerin. Beruflich. Privat eher etwas zickig. Aber durchaus attraktiv. Ja, die Frauen und ich. Aber ich glaube, das erwähnte ich schon. Heute also kleine Siegesfeier, beruflich. Und privat? Na, mal sehen. Fischpiraten von Bernd Grashoff. Musik: Helena Rüegg und Michel Godard. Regie: Burkhard Ax. Kolleginnen und Kollegen, ich will es nicht zu feierlich machen, aber heute, am Ende des Tages, dachte ich, sollten wir mal wieder die Gläser heben und gemeinsam anstoßen. Der Fall Grabert ist aufgeklärt. Fast ein Jahr lang habt ihr alle daran geknackt. Aber geplatzt ist der Knoten erst. Ja, jetzt muss ich doch zwei Namen nennen. Ihr seid sicher einverstanden. Maike Petersen und Klaus Ahnefeld sind sehr hartnäckig einer Spur gefolgt, für die wir sie anfangs, gib es ruhig zu, alle ein wenig belächelt haben. Oh ja. Aber am Ende war eben dieser Fall Grabert vielmehr ein ausgefuchster Versicherungsbetrug als ein simpler Racheakt. Dafür meinen Dank an euch alle und an euch beide insbesondere. Ja, danke. Ja, danke sehr. Vielen Dank. Prost. Prost. Ein Erfolg, der uns hier hauspolitisch gut zu Gesicht steht. Ende der Durchsage. Weitermachen. Prost. Na, das ist doch was. Öffentliche Belobigung und Stehparty. Mhm. Und so stilvoll. Lauwarmer Piccolo-Sekt. Oh, ja. Direkt aus der Flasche. Mhm. Und Chips. Leider keine Mettbrötchen. Ja, essen wir gut. Mhm. Wie wär's? Wollen wir uns nicht einfach mal spontan hier absetzen und ein gepflegtes Abendessen einlegen? Ich lade dich ein. Ein gepflegtes Abendessen? Nur wir zwei? Ja. Und zum Nachtisch? Na, was du willst. Lass uns unseren Sieg feiern. Ja, warum nicht? Aber der Nachtisch würde mich schon interessieren. Also soweit sind wir noch lange nicht. Das können wir später überlegen. Ach komm, du willst mir weismachen, dass du nicht ganz genau weißt, was du nach dem Essen vorhast. Es ist nur eine höfliche, kollegiale Einladung zum Essen. Ist es nicht, Wetten? Mach's doch nicht so kompliziert. Unsere Beziehung ist kompliziert, Klaus. Und das liegt nicht an mir, wie du weißt. Na, umso besser. An mir soll's auch nicht liegen. Entschuldigung, bitte die Störung. Ich muss dich dringend sprechen, Klaus. Und du wirst schon wieder dienstlicher. Also so schnell verblasst dein Sieg. Tut mir leid, Klaus. Entschuldigen Sie, Frau Petersen. Ich muss Ihnen jetzt leider gehen. Kein Problem, Chef. Wir hatten schon alles besprochen. Nicht wahr, Klaus? Hallo, bin ich aber gespannt. Mach die Tür zu. Also, da liegt ein Amtshilfeersuchen aus London vor. Aha, keine Chance, Peter. Versuch's gar nicht erst. Ich gehe nicht schon wieder nach London. Wieso? Damals bist du gern gegangen. Sag mal, wie hieß noch mal die kleine Blonde von der Verkehrsüberwachung, von der du ganz schnell fliehen musstest? Hör auf, Peter. Spiel hier nicht den Psychologen. Komm zur Sache, ja? Lass die Vergangenheit ruhen. Ja. Die Kleine heißt übrigens Moni. Und sie ist eine großartige Frau. Ja, jedenfalls warst du so durch den Wind, dass es uns alle ziemlich berührt hat. Gut, so geht's halt manchmal. Was liegt hinter mir? Was hat bitte schön Moni mit diesem Amtshilfeersuchen zu tun? Oh, gar nichts. Aber die Briten haben dich anscheinend in bester Erinnerung behalten. Hier,
Wegen Verletzung internationaler Abkommen zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Zwerchwale und so weiter und so weiter. Ja. Guck mal. Danke. Jedenfalls haben sie einen Walfänger aufgebracht, ein deutsches Schiff, wie sie behaupten, die Zulu Queen, im Sperrbereich östlich von Südgeorgien. Langsam. Südgeorgien? Ja, die meisten Landkarten reichen nicht so weit nach unten. Eine Inselgruppe zwischen der Südspitze von Argentinien und dem antarktischen Festland, ist Englisch. Jetzt komm noch mal zur Sache. Also, ein Prisenkommando hat an Bord Beweismittel sichergestellt. 300 Tonnen Walfleisch, Funkanlagen, Computer, auch Waffen. Im Moment ist das Schiff auf dem Weg nach Gretviken. Dort wird es an die Kette gelegt. Und das hier, ist das die Besatzung? Ja, ja. Siehst du, zwei Namen mit Kreuzchen. Ungeklärte Todesfälle. Scheint an Bord Kämpfe gegeben zu haben. Aber was geht uns das an? Hör zu. In den internationalen Registern wird das Schiff nicht als Zulu Queen geführt, sondern als Leni Gerlach, Hamburg. Angeblich vor 11 Monaten verschrottet. Hm. Und für die Verfolgung von Straftaten auf deutschen Schiffen in internationalen Gewässern ist wer zuständig? Ja, in dem Fall wahrscheinlich. Genau, wir. Sorry, kommt selten vor. Paragraph 5 StGB. Auslandstaten gegen inländische Rechtsgüter. Und da denkst du ausgerechnet an mich? Ja, weil wir brauchen einen erfahrenen Mann vor Ort. Du hast beim Bund Seeluft geschnuppert. Du bist mit Interpol vertraut. Die Engländer wollen dich. Ja, und wenn ich nicht will? Klaus, du bist Single momentan. Wir haben alle Familie. Ja, mit Ausnahme von Maike. Tüchtige Kollegin übrigens, aber eine spitze Zunge hat die Dame. Komm, jetzt lenk mich ab. Klaus, hör zu, der Justizsenator steht bei mir schon auf der Matte. Die Briten wollen nur eins, diese Seeleute loswerden. Da unten erwartet dich dann Polizeichef Collins. Und wo genau ist dieses da unten? Na, wie ich schon gesagt habe, Gretviken, 300 Einwohner. Der ganze Archipel hat 330, ist aber um ein Drittel größer als das Saarland. Es soll dort allerdings etwas kälter sein. Hier ist das Material, das die Kollegen uns geschickt haben. Auch eine CD mit Wahlgesängen oder sowas. Naja, die scheinen Humor zu haben. So, mein Lieber, gute Reise, komm heil zurück und... Du, herzlichen kleiner Dank. Tipp, nimm lange Unterhosen, bitte. Auf der Straße las ich im Vorbeigehen eine Schlagzeile. Meuterei auf deutschem Walfänger in der Antarktis. Die Sache war also dringlich. Immerhin hatte ich noch Zeit, meine Sachen zu packen. Dann in die Frühmaschine nach London Heathrow, umsteigen nach Bristol, im Taxi zur Air Force Basis. Richtung Falklands fliegt die britische Luftwaffe nur einmal pro Woche. Eine uralte Trident. Unter meinem Fenster wehte auf der rechten Tragfläche zwischen den ausgefahrenen Flaps ein vergessenes Putztuch. Ich hatte mein Handy schon mehrfach unschlüssig aus der Tasche genommen. Schließlich traute ich mich. Hallo Klaus. Hallo Maike. Das tut mir leid wegen... Was? Wie bitte? Ich verstehe dich ganz schlecht. Es tut mir leid. Was? Das wegen des Essens. Es läuft nicht immer alles nach Plan. Du hattest Pläne mit mir? Wir wurden unterbrochen im falschen Moment. Naja, jetzt sind wir ja wieder zusammen. Rein dienstlich, versteht sich. Ja, rein dienstlich. Hör zu, ich nehme die Firma unter die Lupe. Johanna Gerlach und Söhne, Hamburger Reederei. Sind die im Walfanggeschäft? Die Geschäftsstruktur ist mir noch nicht ganz klar. Zumindest empfängt Gerlach und Söhne hohe Subventionen von der EU. Lutz soweit hat auf die Schnelle ein paar Informationen besorgt. Habe ich dir gemailt? Ja. Ja, also, sobald du da unten irgendwo einen Internetanschluss finden solltest, schau sie dir an. Ja, und sonst hast du nichts zu sagen? Schick eine Ansichtskarte. Die Maschine rollte zum Start. Das vergessene Putztuch flatterte im Wind der Turbinen, was mich an der Zuverlässigkeit dieses Oldtimers zweifeln ließ. Und überhaupt an allem. Ich war knapp 40. Nein, noch nicht mal, erst in ein paar Monaten, ehe der unaufhaltsame Abstieg beginnt. Falls das stimmt, was man so hört. Ja, bei mir hat der Abstieg ein genaues Datum. Der Tag, als Moni mich in London anrief und mir mitteilte, dass
dass sie mit einem Kollegen zusammengezogen sei. Auf Reiseflughöhe in Richtung Äquator, einer strahlend hellen Sonne entgegen. Ich stopfte mir die Ohrhörer rein und hörte mir die CD an, die bei den Unterlagen war. Der Gesang der Wale in der Antarktis, im weißen Süden unseres Planeten. Eine Aufnahme aus dem Weddell-Meer. Die Tiere können sich über viele Meilen verständigen. Das Wasser trägt den Schall über riesige Entfernungen. Während ich mit halbem Ohr weiterhörte, sah ich mir die Besatzungsliste an. Merkwürdige Crew. Der Captain, ein Grieche, Simitis, mit zweifelhafter Lizenz aus einem Karibikstaat. Der erste Offizier, Isländer, wegen eines tödlichen Unfalls von drei Seeleuten von Neufundland nach Seeamtsverhandlung Verlust des Patents für große Fahrt. Erstaunlich, wie differenziert und zugleich melodisch diese größten Säuger auf Erden sich artikulieren. Doch längst sind sie eine gefährdete Tierart. Für deren Erhaltung setzen sich wichtige internationale Organisationen wie Wildlife ein. Neben einigen Russen und fünf Balten ein einziger Deutscher, Portsmann, Bootsmann, 56. Die Briten hatten beim Abgleich der Fingerabdrücke herausgefunden, dass Potsner zur Fahndung ausgeschrieben war. Rechtskräftig verurteilt vom Landgericht Rostock. Wegen Totschlags. Dazu einige Burschen aus den Listen von Scotland Yard. Eine illustre Gesellschaft. Brodersen, Jan, Däne. 41, Trankocher und Froster, nach Unfall außenbords vermisst. Kowalski, 23, Polen, Funker und Estiglotse. Möglicherweise Opfer einer Schießerei. Dampfend und zischend schleifen die riesigen Transportketten über das eiserne Deck. Sie ziehen die meist noch lebenden, bis zu 10 Meter langen Wale herauf, in deren Körpern noch die Harpunen stecken. Ich sah fast leibhaftig vor mir, was der Sprecher da beschrieb. Mit elektrischen Sägen lösen die Männer Fleischteile aus den noch zuckenden Körpern. In großen Pfützen sammelt sich mehr Blut, als durch die Siele abfließen kann. Die Wärme der sterbenden Tiere erzeugt in der feuchten, kalten Luft dünne Nebelschwaden. Ein Joint-Venture-Unternehmen zwischen Russen und Japanern namens Pyrofish residiert in einem Hinterhofgebäude im früheren Königsberg. Unverdächtige Frachter laden auf hoher See die verbotene Ware um, die dann auf verschlungenen Wegen in Japan landet. Die illegalen Walfänger kreuzen oft monatelang auf den Weltmeeren, ohne einen Hafen anzulaufen. Sie verproviantieren sich in abgelegenen, obskuren Häfen und fassen dort Treibstoff nach. Aus den Flottenregistern gestrichen und international geächtet sind sie Unschiffe, wie der legendäre Fliegende Holländer. Beim Weiterflug konnte ich auf dem Plateau von Ascension riesige weiße Plastikdome erkennen, wie Verpackungskunst von Christi. Die Funküberwachung, mit der in den gesamten Südatlantik hineingehorcht wird. Ich ahnte nicht, dass wir in diesem Pandemonium rauschender Kakophonien Spuren der Mörder finden würden. Später nach dem Start von den Falklands, jetzt mit einer Turboprop Viscount, setzte sich der Co-Pilot neben mich. Mit einem Fax. Die Position der Takeomaru, Japaner, Heimathafen Kobe. Wie üblich Funkgeräte und Radar nur für Minuten eingeschaltet. Sie wollen sagen, der Komplize? Ja, offenbar der Frachter, der irgendwo im Weddell Sea das illegale Walfleisch von der Lady Gerlach bzw. Zulu Queen übernehmen sollte. An einem geheimen Treffpunkt. Der Anflug über die riesigen Gletscher des Trigalski-Fjords, ein atemberaubendes Panorama. Die mattsilbrigen Sonnenstrahlen über den nadelspitzen Bergketten, deren Schatten sich auf dem tiefblauen Meer abzeichnen. Was ist denn das da unten? Seeelefanten! Über den Klippen Albatrosse und Fregattvögel. Und am Strand die größten Pinguinkolonien der Welt. Die Viscount setzte hart auf und rollte aus.
Vorbei an zerfallenen Gebäuden, an Schutthalden, an rostigen Öltanks. Daneben seltsame Maschinenungeheuer. Ladekräne auf dünnen Spreizbeinen. Verschlungene, schwarze, angerostete Rohrleitungen. Das hier war bis in die 50er. Der wichtigste Hafen für die Walfänger aus aller Welt. Commander Collins holte mich im Jeep am Flugzeug ab. Wir passierten am Kai zwei kleine Kriegsschiffe. Da, das ist die Ajax II, unser schnellste Patrouillenboot. Sie hat dem deutschen Schiff den Fluchtweg abgeschnitten. Sie hatten alle Befehle zum Beidrehen ignoriert und versucht, mit wilden Manövern durch Nebelbänke und Eisfeld zu entkommen. Am Ruder ein verrückter Draufgänger. Ja, ja, nach meinen Unterlagen war das der griechische Kapitän. Nein. Sein erster Offizier, ein Isländer, den internationalen Behörden einschlägig bekannt. Eine Art Captain Ahab des Wahlräuber. Ja. Aber wie sind Ihre Leute da an Bord gekommen? Ein lebensgefährlicher Job bei dem Seegang. Der Rudergänger muss genau den Wellenberg abpassen. Springt der Inspekteur zu schnell, kann der aus 8 Meter in die Tiefe stürzen. Dann sah ich ein Fischereischiff in einem abgesperrten Hafenbecken. Größer, als ich gedacht hätte. Seit gestern an der Pier. Leni Gerlach, Hamburg. Wir brauchen das Schiff zu Sule Queen, nur abkratzen. Gehen wir in mein Büro. Ich erzähle Ihnen, wie wir den Burschen gekommen sind auf die Spur. Ja, das klingt wie ein Hilferuf. Entweder Broderson oder Kowalski. Wer sonst? Und verrät damit die Position von dem Schiff. Ja, in voller Absicht. Ja, weil etwas Entscheidendes muss vorgefallen sein. In der Kabine vom Captain haben wir eine Speicherkarte gefunden. Offenbar aus diesem zerstörten Minikamera. Ich habe die Bilder ausdrucken lassen. Ja. Aha. Heimlich aufgenommen? Da wollte einer Stück für Stück mit Fotos dokumentieren, was auf diesem Schiff getrieben wurde. Und die Tiere hier, die an Bord gezogen werden, das sind Wale? Ja, Zwergwale. Balanoptera acutorostrata. Oberseite blau-grau. Unten weiß, mit hellen Streifen. Ja. Sogar zwei Buckelwalkälber bei der Tötung. Und da immer Uhrzeit und Datum eingeblendet. Ja, gut. Den Captain möchte ich gern als Ersten vernehmen. Der liegt im Lazarett, noch in Alkoholkoma. So wie wir ihn in der Koje gefunden haben, der ist momentan nicht ansprechbar. Ja, dann kann ich mal meine E-Mails checken. Ich erwarte wichtige Informationen aus Deutschland. Ja, selbstverständlich. Bitte, bedienen Sie sich. Ich besorge uns inzwischen einen Wagen. Ich bin in einer Viertelstunde wieder da. Ja. Ja? Maike? Klaus? Ja, ich bin jetzt hier unten. Schöner Flug übrigens. Interessante Gegend. Nun gut, nicht gerade zum Urlaub machen, Klaus? Aber... Die Leitung ist total beschissen. Lass es uns kurz machen. Ah, also schon wieder Business as usual, Maike, ja? Ach, Klaus, komm, ein andermal, ja? Jetzt nur das Wichtigste. Hör zu. Es handelt sich um ein ziemlich altes Fabrikschiff der DDR, in Rostock gebaut. 9500 Tonnen für Nordatlantikfischerei. Seelachs, Hering, Kabeljau. Dazu habe ich den Chef befragt, diesen Franz Gerlach. Das Gespräch haben wir die Kollegen als MP3 digitalisiert. Ha? Ich hab's an meine Mail angehängt. MP was? Audio-File. Komprimiert, aber besser als Telefon. Hör's dir einfach an. Wie konnte dieser Kahn denn munter hier unten weiter rumschippern? Na, offenbar schon in Russland ausgerüstet mit großem Fanggeschirr, mit Harpunen und Beibooten und... Hör genau zu. Verschartert wahrscheinlich von einer Firma Pyrofisch an eine Esenia Limited, Port Elizabeth. Ja,
Das ist wichtig. Hat dieser Hamburger Reeder, der Gerlach, hat der irgendwelche Strohmänner? Das wissen wir noch nicht. Riecht aber nach der globalisierten Mafia der Fischpiraten. Du weißt schon, Japaner, Russen, Isländer, und jetzt offenbar auch Deutsche. Woher stammen denn eure Infos? Ein Baumann. Und da hat uns noch ein paar andere... Maike? Maike! Dieses Audio-File, dieses MP3! Wie kann ich denn... Unsere gute alte Lotte Ulbricht. 92 von der Treuhand gekauft und als Leni Gerlach betrieben. Aber der Fang lohnt nicht mehr. Der Atlantik ist total überfischt. Reicht nicht mal mehr für zweite Wahl Fischstäbchen. Ah, die mit dem Mann auf der Packung, der auf dem Delfin reitet, die sind von Ihnen, nicht wahr? Ja, sehr beliebt bei Kindern. Obwohl es ehrlich gesagt nur zusammengepresste Reste sind, wie bei diesen Hühnernuggets. Oh, Sie enttäuschen mich. Hab sie als Kind leidenschaftlich gern gegessen. Tempi passati. Musste das Schiff im Frühjahr ausflaggen und stilllegen. Ja, vor mir liegt eine Kopie des Übergabeprotokolls an die Verschrottungsfirma in Kaliningrad. Mit einer Unterschrift. Heißt das Narvi? Keine Ahnung. Fragen Sie mich nicht nach solchen Einzelheiten. Wie kommt das Schiff jetzt nach Südafrika? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber wenn Sie einen Tipp wollen, russische Mafia. Ah, also Sie haben mit einer Zulu Queen definitiv nichts zu tun? Ich bitte Sie, Frau Petersen. Johanna Gerlach und Söhne ist eine renommierte hanseatische Firma seit 100 Jahren. Bin Mitglied im Hamburger Räderclub. In dieser Baracke ist die Mannschaft interniert. Wer sind Sie hier? Bewaffnet? Sollte ich? Hier, nehmen Sie die. Für alle Fälle. Ruhe, Gentlemen! Ruhe, bitte! Aufhören, Leute! Snoot, verfahren, aufhören! Pal Narvi, erster Offizier. Ein stattlicher blonder Hühner. Wie aus einer Jack-London-Verfilmung. Im Gegensatz zu den abgerissenen Männern trug er eine gepflegte Uniform mit goldenen Streifen auf den Ärmeln. Sie achten hoffentlich darauf, dass unser Fond in den Kühlräumen nicht verdirbt, während man uns hier widerrechtlich festhält. Wir reden von illegaler Waljagd, Sir. Ich habe den Auftrag, Krill zu fangen. Ist nicht verboten. Moment mal, Auftrag von wem? Südafrikanischen Charterer. Er protestiert bereits bei Ihrer Regierung. Auf Weisung von Pirofisch? Und die wiederum vielleicht im Auftrag einer Hamburger Reederei, ist das so? Besitzrecht ist nicht meine Sache. Ach, wie bei den russischen Matroschkas, ja. Die Puppe in der Puppe in der Puppe. Unter Deck haben wir riesige Mengen Walfleisch gefunden. Wollen Sie das bitte erklären? Ja. Wale verfolgen die Kleinkrebse. Sie leben von die. Wir sahen viele Walherden, bis 500. Machen unsere Netze kaputt, hatten sich verfangen, sind verletzt. Ich habe hier einen Todesfall zu untersuchen. Brodersen. Also bitte, wie kam Brodersen ums Leben? Beim Ausrichten der Fangketten. Weil Sie unseren Weisungen nicht sind gefolgt. Sie sollten beidrehen. Aber Sie wollten schnell noch den nicht verarbeiteten Wale zurück ins Wasser werfen. Zum Verwischen von den Spuren. Ja, Moment mal, wer war dieser Brodersen? Fabrikspersonal, ungelernte Kräfte. Ingen Ahnung. Von Walfang und Seefahrt. Ein von 20 Mann, die ich in Port Elizabeth gefunden. Ach, und ausgerechnet, der schickt einen Notruf an die Engländer. Und ist wenige Stunden später tot, ja? Ein Unfall. Hat nicht aufgepasst. Arbeit bei uns ist hart und gefährlich. Ist bei Windstärke 5 aus dem Boot gegangen. Wir haben gestoppt und eine halbe Stunde nach ihm gesucht. Ja, und Kowalski? Hatte Ärger mit Kapitänen. Intermit-Problem. Kowalski bringt Brudersen zum Funkgerät. Ist nicht erlaubt. Und dann alles zu spät. Engländer schon uns angepeilt. Sagen Sie, war die eigentliche Funktion von Kowalski nicht auf einem ganz anderen Gebiet, Astik, Unterwassersonar, zum Aufspüren von die Wale? Das ist international streng verboten, weil die Orientierung von der Tiere wird gestört.
Wenn, dann nur Befehl von Kapitänen. Kowalski wurde in seiner Kabine erschossen. Ich war auf Wache, Sir, und der Kapitänen nur Zugang zu Waffen. Ah, Sie verdächtigen also den Kapitän des Mordes. Ja, ein großes Wort. Für Kapitänen Kowalski war Materei und ganze Crew denkt auch so. Ihre Heuerpapiere lauten auf Azania, Port Elizabeth. Wo waren Sie vorher? Lange Zeit kein Vertrag. Und Pyrofisch? Nie gehört. Das sollen wir Ihnen glauben, Officer Narvi? Officer Narvi. Irgendwie klingelte es bei diesem Namen in meinem Kopf. Maika hat ihn erwähnt. Narvi hatte auf dem Dokument aus Kaliningrad gestanden. Er musste etwas mit Pyrofisch zu tun haben. Auf dem abgesperrten Kai öffneten zwei Marinesoldaten die Gitter vor der Gangway, über die wir an Bord gingen. Warum laufen diese Diesel? Stromerzeugung für die Kühlräume. Die haben das Walfleisch natürlich sofort verarbeitet. Fast den gesamten Fang. Der Japaner, der die Ladung übernehmen sollte, ging uns leider, wie sagt man, durch die Lappe. Neben 240 Tonnen Krill, 140 Tonnen Warfleisch, zerteilt, tiefgefroren, versandfertig verpackt. Fast ausschließlich Zwergwale. Aber auch Belugas und Böckewale. Wissen Sie, was diese Ladung wert ist, wenn sie in Tokio in die Delikatessengeschäfte verkauft wird? Keine Ahnung. Mehr als 20 Millionen Pfund. Das Fangdeck. Eine schräg nach unten laufende Fläche, etwa 25 Meter lang. Collins machte sich am Steuerpult zu schaffen. Vorsicht! Die Ketten schlagen aus! Hier ist das passiert! Das Deck war immer noch voll Blutspuren, über allem der Gestank von Eingeweiden und Exkrementen der toten Tiere, von Rost, Tang und Seewasser. Fetzen von Tauwerk lagen herum. Brudersen soll sich in diese Kette verfangen haben und ins Meer gerissen worden sein, ohne dass ihm einer dabei helfen konnte. In großen Pfützen sammelt sich mehr Blut, als durch die Seele nach außen abfließen kann. Die Wärme der Tierkörper erzeugt in der Feuchtigkeit. Für einen Moment meinte ich, durch den Lärm hindurch die Stimme des unbekannten Beobachters zu hören. Halt! Halt! Stopp! Stopp! Reicht! Ist denn schlecht geworden? Nein! Danke für die technische Demonstration. Ich glaube nicht an einen Unfall. In so eine Kette gerät man nicht zufällig. Oben, hinter der Kommandozentrale, entfernte Collins die Siegel von der Kajüte des Captains. Ein Magazin, in dem 4 Patronen fehlen. Aus dieser tschechischen Pistole. Mit der Fingerabdrücke von Semitis. Dann liegen Navi und seine Leute womöglich richtig mit ihrer Beschuldigung. Hier. Die Personalpapiere von der Mannschaft. Hm. Alle ausgestellt auf Azania. Ja. Kowalskis Fahrtenbuch. Ja. Der Logbuch. Ja, nagelneu. Ja, beginnt mit der 1. November in Port Elizabeth. Und hier, bevor unser Kommando an Bord kam, wahrscheinlich frisiert. Die letzten 36 Stunden. Wir haben versucht, mit voller Kraft nach Norden zu entkommen. Genau auf die englische Ajax 2 zu. Aber da ihr Radar abgeschaltet war, konnten sie sie erst orten, als es zu spät war. Da ist der Pass von Brodersen. Scheint okay zu sein. Geboren 15.05.1965, Roskilde, Dänemark. Beruf Seemann. Aber sehen Sie? Hier am Rand des Fotos. Da ist manipuliert worden. Ja? Klar, der zuständige Richter hat unsere Telefonüberwachung wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug verlängert. Aber nicht ohne mahnenden Zeigefinger. Seien Sie vorsichtig, Luzowat, eine der ältesten und angesehensten Reedereien der Stadt. Ja, hanseatische Kaufmannsehre geschenkt.
Wenn ich nur an die Unterschrift auf dem Übergabedokument denke, ja. Ja, die lautet auf Narvi, eindeutig. Also hat der schon vorher für Gerlach und Söhne gearbeitet. Die Engländer haben angefangen, den auf Ascension abgefangenen Funkverkehr zu sortieren. Maike sitzt im Abhörraum. Ich gebe sie dem mal. Ja. Frau Petersen, Klaus. Hallo, Klaus? Ja? Ich krieg hier die Krise. Seit 7 Stunden Bellensalat. Die hinterletzte Ermittlungsscheiße. Schlimmer als mit einem Foto von Haus zu Haus und von Puff zu Puff die Landschaft abzuklappern. Bist du noch dran? Bin ich. Du, man muss höllisch aufpassen. Plötzlich kommt der eine Begriff, der dich weiterbringt. Hat ja ein Ergebnis. Hamburg hat mit der Schiffsführung nach derzeitiger Erkenntnis 2 Gespräche über Satellit geführt. Ah ja. Die Abschriften liegen noch nicht vor. Und was ist mit dem Pass von Brodersen? Warte, da gebe ich dir nochmal Luft zu weit. Ja, Klaus? Ja, was ist mit dem Pass von Brodersen? Ah, die Ablichtung ist irgendwo bei uns liegen geblieben. Ich habe Kopenhagen heute früh eingeschaltet. Auf dem großen oder auf dem kleinen Dienstweg? So, das klappt schon. Sie gehen von einer Fälschung aus. Das ist schnell geklärt. Klaus, fühlst du dich wohl da unten? Der weiße Süden soll ja eine sehr befreiende Wirkung haben. Ja, ich fühle mich befreit von bestimmten Vorgesetzten, die ich nicht mehr täglich ertragen muss. Ja, Klaus, du weißt, was ich jetzt nicht sage, ja? Aus kollegialer Höflichkeit. Das Mannschaftslogis atmete genauso wie Teile des Schiffs noch unverkennbar den Geist der ehemaligen DDR. Ein halb verblasster Spruch auf einer Tafel. Freiwillige Verpflichtung der Trawlerbrigade Harry Tisch. Anlässlich des 10. Parteitags der SED werden wir die Fangquoten um 15% übertreffen. Hier, das Loch von der ersten Kugel. Einfach das Schloss aufgeschossen. Ja, von hier. Vom Gang. Dann die Nummer 2, 3 ja. Und 4. Ein Abprall am Spind. Die haben den Boden sorgfältig abgesucht. Die Hülse gefunden und beseitigt. Ein Haufen alte Klamotten. Klamotten von Brodersen? Was immer sie da gesucht haben. Oh, das haben sie übersehen. Die Zimmerkarte von einem Hotel in Kapstadt. Ja. In der Seitentasche von der Anorak. Darf ich mal? Mhm. Mr. Hansen, Room 542, 14.10. Checkout Time 12 o'clock. Hansen? Wieso auf einmal Hansen? Beeilen Sie sich. Die Crew wird unruhig. Die drohen mit Hungerstreik. Wir müssen sie auf die Falklands ausfliegen, bevor wir echte Probleme mit ihnen bekommen. Bei der Vernehmung knöpfen sie sich Portsner vor. Bootsmann und erster Harpunier. Der wichtigste Mann nach die Offiziere. Sie wissen, dass Sie auf der deutschen Fahndungsliste stehen, Bootsmann. Eine alte Sache, Chef. Typische Geschichte, Jan Maat an Land. Da kommst du oft monatelang nicht von Bord. Dann bist du ausgehungert nach dem Weiberarsch. Ja, dann schlägt das halt in so eine dumme Sache rein. Naja, 3 Jahre wegen Totschlags. Und dann hauen sie bei einem Arztbesuch ab. Ich bin 56. Ja, dann findest du doch kaum noch einen Job. Und dann die einmalige Chance, das Angebot von Navi auf großer Fahrt wieder als Chef einer Kanone. Hier, Fotos. Da, wie sie einen Zwergwal abschießen. Und hier, wie sie ihn abschleppen. Ja, ja. Da. Illegaler Walfang auf einem Piratenschiff, Bootsmann Portsner. Können wir das nicht ein bisschen tiefer hängen? Illegal. In den Augen irgendwelcher grüner Arschlöcher, die keine Ahnung davon haben, wie wir uns schinden müssen, um das bisschen Geld zum Leben zusammenzukratzen. Mein Gott. Die Heuer ist zum Kotzen niedrig, wenn nur das Fanggeld zählt. Wie viel? Der Löwenanteil geht an den Käpt'n und den Ersten. Ja, Navi hat eine kranke Frau auf Island. Kann nur in Staaten behandelt werden. Die kosten Vermögen. Ja, deswegen jagt er wie ein Besessener. Ja, Navi ist ein Leuteschinder. Und Ihr Anteil? Naja, ein Drittel für die Crew. Für mich $200 extra für jeden Treffer. Für jeden Wal, den Sie getötet haben? Prämie. Ja, aber... aber daran denkst du nicht, wenn du hinter der Kanone im Bug stehst. Du siehst, wie er abbläst, diese riesige Fontäne aus Gischt, Luftblasen und Wasserdampf. Du drückst den Auslöser. Du hast getroffen. Das ist ein geiles Gefühl, der gehört mir, den habe ich erlegt. Und das Gefühl ist mir mehr wert als jede Prämie.
Sie billigen also, dass der Captain den Verräter in Ihren Augen umgelegt hat? Die ganze Mannschaft denkt so, weil das war Verrat, das war Meuterei. Fast. Die Dänen haben den Mann gefunden und befragt. Nur das Foto war ausgetauscht. Das heißt, er hat seinen Pass verkauft? Ja, Brodersen saß in Südafrika fest. Der Echte. Ohne Heuer, ohne Geld, wollte nach Haus. Ja, hat $250 für den Pass kassiert und dann gehst du zu deinem Konsul, sagst, dein Pass ist geklaut oder verloren und der hilft dir dann. Ja, verstehe. Also war Brodersen nicht Brodersen? Genau. Nehmen wir mal an, dass der Name auf der Karte echt ist, diese Hotelkarte, die wir in seinen Sachen gefunden haben. Da steht Hansen. Nein, keine Chance. Haben wir überprüft. Wir müssen davon ausgehen, dass auch der Name Hansen falsch war. Alias Brodersen, alias Hansen. Was wollte er? Zunächst mal keinesfalls erkannt werden. Ein Journalist? Um die Machenschaften der Fischmafia zu entlarven, oder? Ein Greenpeace-Mann? Nein, Greenpeace ist über Einzelfänge nicht informiert. Der Name Hansen ist dort in diesem Zusammenhang nie gefallen. Aber dieser Hansen oder Brodersen setzt sein Leben aufs Spiel. Da fehlt mir ein überzeugendes Motiv. Sie sind aus Litauen? Ja. Kowalski schlief schräg gegenüber. Was war in der fraglichen Nacht los? Ich habe geschlafen, Freiwache, bin von Lärm aufgewacht. Ja, Lärm, da waren mehrere Schüsse. Ja, und dann, sie sagten, Meuterei. Kapitän war sehr wütend und dann hat geschossen. Aber Sie haben das nicht gesehen? Habe ich gehört, später. Wo haben Sie angeheuert? In Südafrika, Büro von Ansenie. Nicht längst vorher bei den Russen, in Kaliningrad? Das liegt doch bei Ihnen sozusagen vor der Haustür. Pyrofisch? Nie gehört. Ja. So kommst du mir nicht raus. Ihr müsst alle von Anfang an gewusst haben, was für ein Spiel hier gespielt wurde. Hier, hör dir das an. Pyrofisch ist tief in den verbotenen Walfang verstrickt. Alle Beteiligten. Die Männer auf den Fangschiffen, genauso wie auf den Frachtern, auf die irgendwo in den Weltmeeren die Beute umgeladen wird. Alle wissen, worauf sie sich einlassen. Auf ein international geächtetes Verbrechen. Antworte gefälligst. Das hat da gesprochen der Brodersen, Chef. Wie bitte? Sag mal, du willst mich wohl... Du tickst wohl nicht richtig. Doch, doch. Ich hab manchmal mich mit ihm unterhalten. Und klingt wie Brodersen. Ach so, ihr denkt erstmal alles auf den Captain schieben, ja? Der kann sich doch nicht mehr wehren und den Rest dann auf Brodersen, der ist tot. Ihr glaubt, ihr könnt mich verarschen, ja? Das seid ihr aber auf dem falschen Dampfer. Leberzirrhosis, ein fortgeschrittenes Stadium. Und ist nicht ansprechbar? Schauen Sie, die Beine, völlig abgemagert. Der Captain wiegt keine 60 Kilo mehr. Wollen Sie damit sagen, der kann gar nicht geschossen haben? Nach menschlichem Ermessen? Nein. Und die Fingerabdrücke auf der Waffe? Manipuliert, um die Sache auf ihn abzuschieben. Falls wir ihn bis zum Wochenende stabil halten können, sollte er mit Ihnen und der Crew auf die Falklands ausfliegen, ins nächste Krankenhaus. Sie sind froh, wenn Sie uns los sind, wie? Mir fehlt noch die Bestätigung aus London. Mit der Zusage von Ihrer Regierung, dass sie eine Bundeswehrmaschine nach Port Stanley schickt, um sie zurückzubringen. Na, dann werde ich wohl mit leeren Händen zurückkehren, Commander Collins. Noch. Abwarten. Hier, trinken Sie. Ein Gruß aus meiner Heimat. Tschüss. Und dann Regular Whisky. Von der Hebriden. Sagen Sie, was hat ein Mann von den grünen Inseln im weißen Süden zu suchen? Wohin die Chefs einen eben schicken, wenn man allein lebt, wenn man seine Familie verloren hat. Oh, das tut mir leid, Collins.
Zum Beispiel kannst du hier lernen, was jedem von uns bevorsteht. Die ewige Kälte. Und die Gleichgültigkeit ihr gegenüber, wenn die letzten Augenblicke von der Leben anbrechen. Das klingt düster. Diese Welt gehört der Wale und der Robben und der Pinguine. Für uns ist hier kein Platz. Ja, spiel's mal ab. Okay, hör gut zu. Navi, können Sie mich hören? Jawohl. Sie haben gute Arbeit geleistet. Ich habe Ihre Ladung verkauft. Nehmen Sie Kurs auf den Japaner zur Übergabe. Steht noch über 500 Meilen, nur Totos. Oh, ich funk ihm über Kaliningrad den neuen Treffpunkt. Gehen Sie her Südost bis auf 28 Grad West an den südlichen Orknis vorbei. Und dann, wie voriges Jahr, zwischen Sadowski Island und Leskov nördlich. Okay. Brauche ich 2 Tage. Teilweise liegt da schon wieder Treibeis. Tun Sie, was ich sag, Navi, wenn Sie das nächste Mal wieder als Captain fahren wollen. Ist das ein Zusage, Sir? Sie kriegen ein neues Patent. Sie wussten, schulden mir noch was. Danke. Und wechseln Sie bitte die Frequenz. Ist wichtig, Sir. Hast du das verstehen können, Klaus? Ja. Das waren Franz Gerlach, der Reeder und Auftraggeber in Hamburg, und Narvi. Und der sagt, wechseln Sie bitte die Frequenz. Das heißt, Sie wollten auf Nummer sicher gehen. Sie wussten, dass da ein Spion an Bord war. Brodersen, na klar. Was ist klar? Na, der Spion war Brodersen. Der litauische Matrose hat ihn an der Stimme erkannt. Ich habe ihm die CD mit den Wahlgesängen und dem Kommentar dieses Meeresbiologen vorgespielt. Und er sagte ganz spontan, das ist Brodersen. Maike? Ja, das erklärt einiges. Der Meeresbiologe. Er war in Kapstadt, fuhr von da aus nach Port Elizabeth und hat unter falschem Namen angeheuert, um die Crew ans Messer zu liefern. Ja, gibt es denn irgendwelche Hinweise auf die Identität dieses Meeresbiologen? Ja, wir wissen, woher die CD mit den Wahlgesängen stammt. Halt dich fest. Der Autor heißt Gerlach. Gerlach? Also Gerlach wie der Reedereibesitzer? Ja, Heinrich Gerlach, sein Bruder. Ich glaube, wir können die Suche hier an der Alster fortsetzen. Nach dem Start von der Buckelpiste von Grytviken konnte man unten im Sund am Rand des Gletschers riesige Strudel im Meer sehen, aus denen Myriaden von Luftblasen stiegen, die sich gelblich verfärbten. Sie bilden eine Art Stellnetz. Kleine Gruppen von Buckelwalen treiben spiralförmig die Nahrung zusammen und schöpfen sie dann ab. Auch Buckelwale stehen unter Artenschutz, Officer Navi. Nachdem Walfänger sie über Jahrzehnte rücksichtslos dezimiert haben. Wollen Sie mir neue Erkenntnisse über Wale vermitteln? Sie haben die Stimme des Mannes erkannt, für dessen Tod wir Sie verantwortlich machen? Er hat bei Ihnen unter dem Namen Brodersen angeheuert. Sie schweigen? Gut. Wie wär's damit? Ja, ich bin auf Empfang. Reden Sie. Ich versuche mit äußerster Kraft zu entkommen, aber wir haben einen Spion an Bord. Haben Sie verstanden, Sir? Und ich glaube, ich weiß, wer es ist. Ihnen ist doch klar, was ich von Ihnen erwarte. Nein, Sir, Sie müssen den Japaner um jeden Preis erreichen, sonst bin ich ruiniert, Navi. Sie haben doch Erfahrung mit sowas. Mit Unfällen meine ich damit. Und wie man ein Seeamt austrickst. Na? Kein Kommentar? Da kommen Sie nicht raus, Navi. Auch Porzner wusste, was nach der Landung auf ihn zukam. Er wanderte in der Kabine hin und her und schaute mich an, als erwarte er eine Reaktion von mir. Werden Sie mich sofort ausliefern? Das entscheidet die Vollstreckungsbehörde. Weil, wenn ich Haftverschonung bekommen könnte. Ja, nur einen Monat. Ein bisschen zum Malochen. Still. Ich bringe ja keinen Pfennig mit. Ich schulde den Unterhalt nur für meine Kinder. Worauf wollen Sie hinaus? Machen wir einen Deal? Warum sollten wir? Ja, im
Sie würden vielleicht einen Kronzeugen gebrauchen, oder? Ah, Sie? Gegen Ihren ersten Offizier? Ja, verfahren Idiot, nothing. Ja, sorry, Navi. Na, dann mal los. Ich höre. Also, das mit der Kette. Also, ich stand oben auf der Brücke. Und Navi hat zu spät gemerkt, dass auch Kowalski alles beobachtet hatte. Voll ja, Blar, halt das Maul. Ich kann das erklären, Inspektor. Du bist nach dem Wachwechsel zu mir in die Back gekommen, Navi, mit der Pistole vom Captain. Und du sagtest, du weißt, wem wir diese Scheiße hier zu verdanken haben. Ja, wem denn? Kowalski? Weil er Brodersen ans Funkgerät gelassen hat? Habe ich nie gesagt. Ach, er kochte vor Wut, weil ihm das Feingeld von über 60.000 entging, falls wir den Engländern nicht entkommen würden. Bis zur letzten Sekunde war ich mir sicher, dass ich ins offene Meer fliehen konnte. Ich wollte euch da rausholen. Wozu sollte ich Kowalski umlegen? Du! Nein, ich sollte das machen. Du hast mir die Pistole in die Hand gedrückt, aber ich habe sie fallen lassen. Und du hast sie aufgehoben, als Kowalski die Tür öffnete. Und dann hast du... Verfahren, du Versager! Wir haben alles verloren! Alles! Die Ladung war ein Vermögen wert. Ich habe nie verstanden, warum sich mein Bruder immer in seinem geliebten weißen Süden rumgetrieben hat. Seine Forschungen, die haben mich nie interessiert. Ich gebe es zu, Ozonloch, Klimawandel, das war mir ehrlich gesagt egal. Diese weltfremde romantische Tierliebe zu Pinguinen und Walen. Wir sind ein Familienunternehmen, habe ich ihm gesagt, und wir sind in Schwierigkeiten. Aber das wollte er nicht hören. Er meinte, ich hätte das Unternehmen in die Misere geführt durch meinen Expansionsdrang, wie er das nannte. Er hatte doch von Betriebswirtschaft keine Ahnung. Ganz normale Investitionen waren das. Ich habe doch diese scheiß Globalisierung nicht erfunden. Angefleht habe ich ihn. Er sollte mir helfen. Wenn er mir seine Anteile am Familienbesitz kurzfristig überschrieben hätte, dann wäre das doch alles gar nicht passiert. Aber nee. Sie sind in Not und bitten den eigenen Bruder um Hilfe. Und der bleibt einfach stur und bewegt sich keinen einzigen Zentimeter, hat nur seine Pinguine und Wale im Kopf. Das ist doch krank. Ich fühlte mich so im Stich gelassen. Und der hat mich doch in die Enge getrieben. Da musste ich mich wehren. Diesmal servierte Luzuweit einen besser temperierten Piccolo. Franz Gerlach sitzt bereits in Untersuchungshaft. Subventionsbetrug in drei schweren Fällen. Ja, zu erweitern auf Anstiftung zum Mord an. Ja, spar dir das für deinen Abschlussbericht, Klaus. Der Staatsanwalt wird sicher noch Details und Motive wissen wollen. Tja. Die bekannte Geschichte der feindlichen Brüder. Ja, dein Bruder verweigert dir den Zugriff auf die Familienjuwelen und du denkst dir, der ist weit weg. Forscht in der Antarktis. Gute Gelegenheit, sich mit gefälschten Vollmachten an den brüderlichen Familienbesitz zu machen. Da fällt schon schwer, friedlich zu bleiben. Ja. Zumal dieser Bruder das gemeinsame Unternehmen bereits schwer geschädigt hatte, war ins Kreuzfahrtgeschäft eingestiegen und hatte sich schlicht verspekuliert. Ja. Und dann stellt Heinrich Gerlach bei seinen Forschungen in der Antarktis plötzlich fest, dass sein eigener Bruder auch noch das Familienkonto mit schmutzigen Geschäften in der Fischpiraterie aufbessern will. Eine absurde Situation. Während Heinrich Gerlach mit Filmen und CDs den Walfang anprangert, ist sein eigener Bruder Franz genau da voll involviert. Ich meine, das kann ja nicht gut gehen. Nee. Ein leichtsinniger Forscher begibt sich unter falschem Namen in die Höhle des Löwen. Ja. Dabei hat Heinrich unter dem Deckmantel seiner Forschung sehr geschickt recherchiert. Ja? Er war den Machenschaften von Pirofisch schon auf der Spur, seit er in Kaliningrad die ersten Zusammenhänge erkannt hatte. Und dann in Port Elizabeth merkte er, um welches Schiff es sich handelte. Aber er hat in diesem Bruderzwist offenbar sein eigenes Risiko unterschätzt, als er auf der Sylokin anheuerte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt es mitbekommen. Klaus Ahnefeld war auf Bitten der Engländer in der Antarktis. Dienstreise in langen Unterhosen. Und hier bei uns, sozusagen im Basislager, hat Maike Petersen ihm aus der Ferne sehr konstruktiv zugearbeitet. Ja. Ja. So dass am Ende ein bekannter Hamburger Reeder in die Untersuchungshaft musste. Ihr könnt euch vorstellen, dass mir bei dieser Operation der Arsch auf Grundeis ging. Denn wenn das schiefgegangen wäre,
hätten Sie mich wahrscheinlich auch für immer und alle Zeiten ins ewige Eis verbannt. Aber ist ja alles gut gelaufen. Mehr als das. Ich danke euch beiden. Aber gerne, Chef. Danke, Chef. Aber wie wär's denn mal mit einer richtigen Feier, hm? Kleines, bescheidenes, kaltes Buffet, ein Gläschen Champagner. Wir müssen sparen. Dem Justizsenator flattern in dieser Sache demnächst die horrenden Rechnungen der Engländer und der Bundeswehr auf den Tisch. Ihr könnt euch ja stolz diesen Erfolg ans Hemd kleben, aber ich muss noch die Folgekosten erklären. Ja. Einmal Falklandinseln und zurück. Was der Senator dann erst vor Augen machen wird, wenn man ihm die Kosten für die Vernichtung der Ladung präsentiert. Ja. Für den alten Seelenverkäufer selbst dürfte es allerdings kein zweites Mal eine Verschrottungsprämie geben, oder? Na, möglich ist in diesem Dschungel vieles. Nimm's mir nicht übel, Kollegen. Feiert noch schön, aber ich muss gehen. Ach. Kein Problem, Chef. Sag mal, eigentlich könnten wir doch da weitermachen, wo uns unser lieber Chef vor einiger Zeit unterbrochen hat. Es ging um den Nachtisch, soweit ich mich erinnere. Nein, es ging um eine ganz kleine, nette Einladung zum Essen. Ah, richtig. Ja, gut, lass uns einen Tisch bestellen. Ja, nichts lieber als das. Für 3 Personen. 3? Ja, ich hatte da eine kleine Aussprache mit einer gewissen Moni. Nette Kollegin aus dem Verkehrsdezernat. Du warst mit Moni? Ja, sie weiß nicht recht, wie sie dir klar machen soll, dass sie am liebsten zu dir zurückkehren möchte. Moni? Ich wollte nur dein dummes Gesicht sehen. Also, du bist doch eben ein hinterhältiges, gemeines Biest, ja? Ja, ich hab's immer gewusst, ja. Italiener? Nö. Lass mal. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein. Ich zahl auch. Ah, na gut. 3 Gänge plus Dessert. Langsam. Fischpiraten von Bernd Grashoff.